Also Kinderrechte bedeuten für mich, dass alle Kinder gleichberechtigt werden. Und ich finde Kinderrechte sehr wichtig, weil Kinder gehören ja sozusagen zum Leben dazu und sie sollten auch gut behandelt werden. Wir schicken unseren Kinderrechtebus auf die Tourreise im Sommer. 20 Orte in Deutschland wird der Bus ansteuern. Es geht darum, 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention zu feiern. Und da hat sich ja Deutschland verpflichtet, die Kinder aufzuklären über ihre Rechte. Und genau das soll der Bus machen. Er soll auf spielerische Art und Weise mit Kindern an vielen Orten im Land darüber informieren, was die Kinderrechte eigentlich sind und Kinder auch stark machen, für ihre Rechte einzutreten und die einzufordern. Ich fand toll, dass man da also lernen konnte, wie man sich wehrt in diesem Sprachrohr. Also es gibt so eine Ecke, da kannst du dich reinlegen und da gibt es so zwei Fernseher und da wird dann ein Kinderrechtefilm gezeigt. Also die wichtigste Aussage war heute, der Bus ist cool. Und das ist doch schon mal super. Man hat gesehen, er wird sofort angenommen. Es gibt Lieblingsecken im Bus, in denen man sich besonders wohl fühlt. Und es ist wichtig, Kinder stark zu machen, dass sie sagen, was sie wollen, was sie denken, was sie sich wünschen und dass sie eintreten und dass sie manchmal auch ganz, ganz stark darin sind, zu sagen, was sie nicht wollen. Und ich freue mich sehr darauf, in der ersten Station am Sonnabend in Kiel dann auch den Kinderrechtebus bei der Kieler Woche begrüßen zu dürfen. Der Bus ist sehr wichtig, auch da kann man sehr viel drin lernen, wenn man da einmal kurz drin ist. Und ja, der Bus ist auf jeden Fall ein cooles Ferienprogramm.